An dieser Stelle beschäftigen wir uns mit den heißen Quellen und den Flüssen bzw. Gewässern in Burtscheid. Das Stadtbild von Burtscheid und den angrenzenden Bezirken durch Wasser geprägt ist, erkennt man schon so an Namen wie Dammstraße, Bachstraße und so weiter. Und man sieht die Talung der Wurm auch hier wunderbar in dem Burtscheider Kurpark. Wenn man sich jetzt ein Geländemodell anguckt, das sehen Sie hier, die unterschiedlichen Farben bezeichnen unterschiedliche Höhen, dann sieht man hier sehr, sehr schön das tief eingeschnittene Tal der Wurm. Und die schwarze Linie hier, das ist einer der Gründe, warum diese Stelle so interessant ist. Und zwar ist das die Burtscheider Überschiebung an der südöstlichen Seite des Aachener Schuppensattels. Und gebunden an diese Überschiebung und das Tal der Wurm finden wir eine Vielzahl von Quellen. Die Burtscheider Quellzone gliedert sich in zwei Gruppen. Wir haben hier einmal die obere Quellzone und dann hier drüben, schon im Frankenberger Viertel gelegen, die untere Quellzone. Die obere Quellzone ist die ergiebigere. Hier haben wir auch die großen Kurbäder, was man schon an Landesbadquelle und Schwertbadquelle erkennt. Wir haben aber auch wunderbare Quellen, die an der Oberfläche zu erkennen sind, wie hier die Rosenquelle oder die Karlsbadquelle. Aber warum haben wir die Quellen hier in Aachen? Und das geht natürlich wieder zurück auf die Geologie und dementsprechend werfen wir wieder einen Blick auf die geologische Karte. Wir haben hier drüben unsere Quellzüge. Zum Beispiel den Burtscheider Quellzug, aber auch den Aachener Quellzug. Und diese beiden Quellzüge sind an Störungszonen im Untergrund gebunden. Das ist einerseits die Aachener Überschiebung, aber auch die Burtscheider Überschiebung. Und an diesen Überschiebungen kommen Schichten an die Oberfläche, in denen das Quellwasser geführt wird. Und zwar befinden wir uns hier auf der südlichen Seite des Aachener Sattels. Wird auch als Aachener Schuppensattel bezeichnet. Gehen wir weiter nach Süden, kommen wir in die Indemulde und dann geht es hier drüben rauf in die Eifel. Und nördlich der Eifel, für unseren Fall so im Raum Breinig, fällt der Niederschlag und versickert in dem Untergrund. Und dann wird er durch die wasserführenden Schichten bis nach Burtscheid oder Aachen transportiert und kommt hier wieder an die Oberfläche. Auf seinem Weg durch den Untergrund wird das Wasser abgesenkt, es wandert in die Tiefe, wird erhitzt und nimmt dabei Mineralien auf. Und diese Mineralien prägen dann das Wasser der Aachener und des Burtscheider Quellzugs. Hier stehen wir nun im Wurmtal. Die Wurm fließt als Kanal jetzt unter der Erde. Aber Sie können auch schön den alten Bachlauf erkennen. Diese Region ist mindestens seit der Römerzeit besiedelt, wahrscheinlich schon früher. Um 1000 nach Christus wurde auf dieser Seite da oben ein Kloster gegründet. Die Reste sehen Sie noch heute. Schön oberhalb des Hangs. Und dann waren hier unten drunter, gab es den Quellzug. Und im 17. bis 19. Jahrhundert war Burtscheid bekannt für seine Badehäuser. Und einige von diesen Häusern standen genau hier an der Stelle, wo ich mich heute befinde. Und zwar hier das Rosenbad, natürlich neben der Rosenquelle. Genau hinter ihnen dann das Karlsbad, über der Karlsquelle. Eines der markantesten Bäder in der Burtscheider Fußgängerzone ist das ehemalige Landesbad. Errichtet Anfang des 20. Jahrhunderts, 2013 verkauft worden. Und das Quellwasser, was hier gesammelt wurde, hatte eine Temperatur von bis zu 73 Grad. Sowohl das Tal als auch die Quellen, beziehungsweise der gesamte Burtscheider Quellzug, sind an bestimmte geologische Schichten gebunden. In diesem Fall sind es oberdevonische Kalk- und Mergelsteine. Die Schichten stehen hier fast senkrecht auf der südlichen Seite des Aachener Schuppensattels. Und diese Schichten sind weniger resistent gegenüber der Verwitterung.
Und daher konnte sich an dieser Stelle das Tal der Wurm, bzw. der Fluss Wurm, besonders gut eintiefen und hat damit dieses markante Tal geschaffen. Und auf beiden Seiten geht es dann nach oben. Insbesondere schön zu erkennen an der südlichen Seite, die fast identisch ist oder eigentlich identisch ist mit der Grenze der Schichten. Und diese Schichten habe ich hier in dieser Karte mal in Blau farbig markiert. Das hier ist nun die Rosenquelle, die heute markanteste Quelle im Burtscheider Felsen. Die Quelle entspringt da unten drin. Hinter mir sehen Sie Sinterablagerungen. Das sind die Reste der Kalke, die in das Quellwasser strömt. Und direkt unter mir verläuft jetzt die Burtscheider Überschiebung. Und an diese Überschiebung sind diese Quellen gebunden. Was Sie hier sehen, sind Sinterablagerungen. Das Wasser nimmt auf seinem Weg durch die Kalksteine im Untergrund Kalk auf. Und wenn es dann hier austritt und hier runterfließt, dann fällt der Kalk wieder aus. Der Prozess ist im Prinzip ähnlich wie bei Tropfsteinen. Und dadurch hat sich hier dieser schöne Wulst geformt. Und wenn Sie ganz genau hinsehen, dann erkennen Sie, dass hier jetzt auch Rauch aufsteigt. Das Wasser, was hier jetzt rauskommt, hat eine Temperatur von 53 Grad. Und dieses heiße Wasser fließt heute unterirdisch ab. Und deswegen kann man in Burtscheid in den frühen Morgenstunden häufig den Wasserdampf aus der Kanalisation sehen oder den Springbrunnen, die wir hier haben. Und besonders gut sieht man es nachts im Winter. Man hat schon recht früh angefangen, diese beiden unterschiedlichen Arten von Wasser zu trennen. Wahrscheinlich schon zu römischer Zeit. Die Wurm mit dem kalten Wasser floss auf der westlichen Seite des Wurmtales und in der Mitte des Tales das warme Wasser aus den heißen Quellen. Und diese Trennung gibt es unterirdisch in der Kanalisation noch heute. Und den Verlauf der ehemaligen Flüsse, den kann man heute an den Namen der Straßen nachvollziehen. So haben wir hier an dieser Stelle die Bachstraße. Die Bachstraße geht von Burtscheid, das hier unten ist der Kurpark von Burtscheid, unter dem Viadukt entlang ins Frankenberger Viertel. Und da, wo die Bachstraße auf die Wambeierstraße trifft, da wurden die beiden Gewässer wieder vereint. Der untere Burtscheider Quellzug zieht sich bis an die Schlossstraße im Frankenberger Viertel heran. Markant ist insbesondere die Mephisto-Quelle, die bis zum Jahre 2009 noch als Mineralwasserquelle genutzt worden ist. Und in der Schlossstraße sehen Sie an einem Gebäude noch die Beschriftung Luisenbad. Hier war das ehemalige Frauenbad Luisenbad.